Frau Präsidentin, meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde! Vergangene Woche fand ein weiteres Gespräch statt zwischen Vertretern der FDP und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Und der Inhalt dieses Gesprächs war Auswirkungen der Energiewende in Deutschland. Wir haben dort gemeinsam festgestellt, dass grüne Ideologie nicht nur Märkte und Wettbewerb im Energiebereich zerstört hat, sondern auch zigtausende von Arbeitsplätzen in der deutschen Industrie. Meine Damen und Herren, ich sage das, weil solche Veranstaltungen eines deutlich machen: Unsere Politik ist nicht nur gut für Unternehmen, für Selbstständige, für Freiberufler. Unsere Politik ist auch die beste Arbeitnehmerpolitik, weil wir wissen, dass qualifizierte Arbeit nur durch Innovationen und Wettbewerb gesichert werden kann. Ich möchte deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, mein Projekt im Bundesvorstand fortsetzen, die Zusammenarbeit auch mit Arbeitnehmervertretern, auch mit modernen Gewerkschaftern, wie wir es jetzt begonnen haben mit der IG BCE, weiter aufzubauen und auszubauen, um Schritt für Schritt Glaubwürdigkeit in der Mitte der Gesellschaft auch als Arbeitnehmerpartei zurückzugewinnen. Unser Politikangebot gehört eben nicht an den Rand, irgendwo als Randnotiz. Unser Politikangebot gehört in die Mitte der Gesellschaft, da, wo wir auch punkten konnten bei den erfolgreichen Wahlen in Hamburg und in Bremen. Mein Name, Andreas Reichel, seit 1980 Mitglied der FDP mit der Gründung der Jungen Liberalen eingetreten, seitdem immer ehrenamtlich engagiert gewesen, am engagiertesten dann, wenn Aufbauarbeit zu leisten war, so auch nach der verlorenen Bundestagswahl Ende 2013. Meine Damen und Herren, inzwischen 54 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, im wirklichen Leben Personalvorstand eines Energiedienstleisters mit 2.500 Beschäftigten, überwiegend in Ostdeutschland. Ich weiß also auch ganz praktisch, wie in Deutschland ein Arbeitsplatz entsteht. Auch dieses Wissen möchte ich gerne weiter einbringen. Ich bitte Sie herzlich um Ihre erneute Unterstützung. Andreas Reichel, Kreisverband Mühlheim an der Ruhr, Landesverband Nordrhein-Westfalen.